Der Hauptvorteil ist, dass alles, was manuell erfasst wurde, handschriftlich, digital erfasst wird, dass alles nur einmal erfasst wird und dass die Geschwindigkeit enorm zugenommen hat. Und das ist, sage ich mal, ein Vorteil, der allen Akteuren, sowohl dem Monteur wie auch den Büromitarbeitern und vor allem natürlich dem Kunden zugutekommen. Das heißt, bei euch gibt es kein Papier mehr oder gibt es irgendwo noch Papier? Bei uns gibt es, sage ich mal, zu 90% kein Papier mehr. Es gibt vielleicht noch so Nebenabläufe. Also zum Beispiel, wenn man einen Heizkörper aufnimmt, gibt es so ein Formblatt. Das sind natürlich solche Baustellen, die man vor sich herschiebt, die man auch digitalisieren kann, darf und sollte. Aber das Wichtigste für uns war erstmal den Hauptablauf, die Zeiterfassung, die Materialerfassung, die Bestellung. Gut, das war schon immer digital, dass das alles in einer Kette miteinander verbunden, in einem System, keine Insellösung, sondern in einem System abbildbar ist, um einen qualitativ hochwertigen Prozess umzusetzen. Und das funktioniert. Natürlich gibt es auch bei uns immer wieder Probleme, Dinge, die nicht funktionieren. Es fängt an bei der Infrastruktur vom mobilen Netz. Und da darf man immer stetig weiterarbeiten, nach besseren Lösungen suchen, nach besseren und noch schnelleren Abläufen, weil der Monteur soll weiterhin Monteur bleiben und draußen fachlich gut seine Arbeit machen und nicht stundenlang vor einem Tablet sitzen und warten, bis der Ladebalken durchgeladen ist.